Ich habe heute mit unserem Team Philipp Semmelroth gesehen, zu seinem Vortrag eine Stunde lang totale Motivation. Also es wurde nicht langweilig, das kann ich schon mal garantieren. Und ja, jetzt wollen wir noch ein paar Fragen stellen natürlich, wir sind da ein bisschen neugierig. Philipp, du bist ja Selbstvermarktungsexperte. Was fasziniert dich da? Was fasziniert dich, die Vertriebler und Unternehmen da zu motivieren und zum Vortrag zu halten? Ich glaube, das Thema Selbstvermarktung ist in Deutschland nicht so ganz bekannt, wie das in Amerika ist. Ich bin oft im Jahr in Amerika und erlebe da immer wieder, wie Menschen einfach weniger Hemmungen haben, als das im deutschen Markt der Fall ist, sich und ihre Expertise nach außen sichtbar zu machen. Und ich glaube einfach, dass wenn man als Unternehmer an seinem Selbstverständnis arbeitet und einfach sagt, ich bin gut und der Markt sollte das auch tatsächlich wissen, dass man dann einfach sehr viel schneller zu neuen Kunden, neuen Aufträgen, neuen Umsätzen kommen kann, als wenn man sich darauf verlässt, dass sich das schon rumsprechen wird. Viele Unternehmen sind qualitativ gut, Kompetenz ist vorhanden, es ist alles passt, aber das verkäuferische und Marketinggeschick ist nicht so ausgeprägt und hier ist das aus meiner Sicht eine zweischneidige Thematik. Man braucht auf der einen Seite ein gutes Selbstverständnis und dann aber auch eben die Fähigkeit, sich nach außen sicher gut und selbst zu vermarkten. Das ist einmal natürlich personenbezogen, weil ich muss als Verkäufer oder auch als Unternehmer oder überhaupt als Mitarbeiter mich vermarkten, aber das ganze Unternehmen als Einheit muss ich auch vermarkten. Und du hast ja uns viele Tipps gezeigt, was soll man machen, viele Inputs. Aber was sind deine 3 bis 5 absoluten Tipps, wo du sagst, da kommt keiner vorbei, das kann ich euch weitergeben, damit kommt ihr voran? Also ich glaube, man darf einfach nicht vergessen, insbesondere heute in Zeiten der Digitalisierung will immer jeder alles automatisieren, outsourcen, will er irgendwie gucken, dass es ohne Menschen funktioniert. Und ich glaube, das ist der Schlüsselfehler im Vertrieb. Menschen kaufen von Menschen, das heißt, es ist aus meiner Sicht wichtig, dass man lernt, Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, dass man aber auch gerade in Zeiten der Digitalisierung, wo immer wieder versucht wird, auch so Telefonwarteschleifen und so sind ja so Beispiele, Prozesse auszulagern, dass man eben wieder zu den Basics zurückkommt, zu dem Zwischenmenschlichen, dass man in der Lage ist, ein Gespräch zu führen, dass man in der Lage ist, jemanden für sich zu gewinnen und dass man in der Lage ist, sich vielleicht auch für jemanden zu interessieren und daraus einen Beziehungsaufbau zu generieren, weil das ist aus meiner Sicht so der Schlüsselfaktor. Und dann ist es häufig so, dass viele im Verkaufsgespräch, gerade wenn sie eine hohe Expertise haben, den Kunden mit Fakten und so Sachen, die einfach keine Rolle spielen, in nachgelagerter Instanz schon, aber der Kunde kauft ja die Vision, der kauft ja nicht diese speziellen Parameter. Und ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass man sich mehr auf dieses große Bild und das, was haben Sie davon, konzentriert, als auf die ganzen einzelnen Bestandteile und Komponenten. Super spannend, vielen Dank. Du hast ja auch erzählt, dass du durch deine Vorträge viel reist, viel unterwegs bist. Aber auch persönlich bist du viel unterwegs, global, und versuchst da so ein paar berühmte Leute zu treffen, die andere nur im Fernsehen sehen. Was motiviert dich daran, die zu sehen und dorthin zu reisen? Also ich finde es halt unheimlich spannend, wenn man so um die Welt reist und als Speaker unterwegs ist, dann hat man natürlich auch so ein sehr großes Netzwerk und dann sind da irgendwelche Events, da kommen dann irgendwelche, ja wie heißt es in Amerika so schön, A-Level-Celebrities aus Hollywood und so vorbei und dann hat man die Chance, da mit denen mal zu sprechen. So habe ich zum Beispiel selber ein Backstage-Interview gemacht mit dem Apple-Co-Founder Steve Wozniak, das war der absolute Hammer. Dann spricht man aber auch mal mit Menschen wie zum Beispiel Michelle Obama und so weiter. Das ist jetzt ja nicht Standard, aber das macht die Sache so besonders. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann sind das aus meiner Sicht auch im Hinblick auf die Selbstvermarktung einfach gute Beispiele, wo man sehen kann, dass es durchaus okay ist, viel Wirbel um die eigene Person zu machen, weil man da ja tatsächlich auch weiß, dass das finanzielle Erfolge mit sich zieht und Menschen trotzdem begeistert. Es gibt ja eine Menge Menschen, die sagen einfach, mich interessiert der Typ, obwohl die den Typ oder die Person, also Frau, Mann ist jetzt egal, also diese Person gar nicht näher kennen. Die kennen vielleicht nur diese Movie-Gestalt und sagen, das interessiert mich. Aber die Leute haben alle eine Story und vor allen Dingen haben die auch Rückschläge erlitten. Und das ganze große Bild kennenzulernen, das finde ich ist einfach, wenn es gelingt, losgelöst von den Boulevardmagazinen, möglich im 1-zu-1-Gespräch vielleicht mal herauszufinden. Und dann kann man da viel von ja auch lernen. Ja, Wahnsinn. Mega cool. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Die Zuschauer, warum sollen die dich jetzt oder unsere Kunden dich denn buchen? Es gibt ja viele Vertriebsexperten, Selbstvermarktungsexperten. Warum sollte man dich für die Bühne denn buchen? Also bei mir, sage ich, gibt es immer mehrere Sachen am Stück. Auf der einen Seite ist es so, dass ich wirklich aus Erfahrung berichte. Ich habe ja nicht nur als Speaker irgendwie mein Leben gemacht, sondern ich habe ja tatsächlich auch ein Unternehmen aufgebaut und habe damit ja auch Millionen Umsätze erzielt. Mitarbeiter eingestellt, das heißt, ich kenne tatsächlich aus der Praxiserfahrung aus. Wie führt man Mitarbeiter, weil auch das ist Verkauf. Ich muss als Führungskraft Motivation und Ideen verkaufen, deshalb ist das auch irgendwo vertriebliches Talent. Dann sehe ich, hat das mit den Mitarbeitern funktioniert. Das heißt also, die Leute bekommen wirklich praxisfundiertes Wissen, nicht einfach nur Theorien, die ich mir irgendwo angelesen habe.
Es wird im Allgemeinen von den Feedbacks erkennbar berichtet, dass die Leute sagen, es war von vorne bis hinten spannend. Ich rede schnell, aber eben halt die Leute auch bei Stange. Und ich bin natürlich auch im Nachgang immer interessiert, den Menschen eventuell auch nur mit Trainings bei der Umsetzung zu helfen, weil als Keynote-Speaker kann ich häufig nur inspirieren. Aber wer eben auch mehr möchte, der weiß auch, dass er sagt, ich brauche gar keinen zweiten holen, sondern die Ideen kann der Mann auch in unserem Unternehmen umsetzen, sodass sie da das komplette Angebot kriegen können. Mhm. Vielen, vielen Dank. Ich habe auch gehört, du bleibst gerne nach der Veranstaltung. Also mit Philipp kann man sich super austauschen. Wenn Sie mehr wissen wollen, einfach bei uns mailen, telefonisch, per E-Mail. Wir würden uns freuen. Ich würde mich auch freuen.